Das ist sie, die Frau, die für uns am Eurovision Song Contest auf Wien geht, die Melanie René. Aber wissen die Menschen auf der Straße, wer die Schweiz vertritt in Wien? Das werden wir jetzt herausfinden. Haben Sie eine Ahnung, wer dieses Jahr für die Schweiz am Eurovision Song Contest geht? Gar nicht. Nein. Nein. Nein, weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Leider nicht. Ich habe es mal gewusst. Ich glaube, es ist eine Frau. Jawohl, es ist eine Frau. Sie heißt Melanie René. Was meinen Sie so rein optisch? Wie gefällt sie Ihnen? Oh, sie ist sehr sympathisch. Sie gefällt mir. Ja, optisch hat sie sicher eine Chance, ja. Sie ist eine hübsche, ja. Total, Starpotenzial in ihrem Gesichtszug, ja. Doch. Sie ist eine schöne Frau. I think she's lovely. Sie ist natürlich nicht hässlich und sie ist auch sicher für jedermann sehr nett anzusehen. Sieht gut aus. Das wird was. Sie findet, Melanie René sieht aus wie Conchita Wurst. Ja, fast so ähnlich. Da fehlt aber der Bart. Ja, gut, ich meine, selbst schon. Time to Shine heisst der Song. Was meinst du bis jetzt? Ja, ich finde es ein Müll. Aber es trifft sicher den Zeitgeist. Yeah, it's very popish, you know. You like it? Yeah, I'd listen to it. Es klingt gut, also mir gefällt es. Recht kraftvoll und gutes Lied. Die Frau singt sehr schön, es hat mir ein bisschen zu viel Begleitmusik, zu viel Lärme. Gehört stimmt, zu wenig. Für einen Hit finde ich es ein bisschen zu schleppend. I would make it a more rhythmical. Sound ist sehr schön und ich glaube, sie hat Chance. Ist nicht schlecht, von mir bekommt sie 8 Punkte. 8 Punkte? Ja. Und den ersten 10? Glaubst du? Ja, kann gut sein. Es würde mich freuen, wenn eine Schweizerin wieder einmal ein bisschen noch weiter vorne stehen. Gute Chance, denke ich. Wie viele Punkte würden Sie ihr geben? Von 1 bis 12? 12, ja, was? Etwa 10? Sympathiepunkte. It's my time to shine.